China ist der viertwichtigste Handelspartner Deutschlands. Die Wirtschaften sind eng miteinander verzahnt. Durch die Corona-Pandemie wurden jedoch auch die Schattenseiten der Globalisierung und vor allem Lieferkettenprobleme deutlich. Und zum ersten Mal seit 5 Jahren finden heute wieder die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang ist in Berlin und will mit Kanzler Scholz die Zusammenarbeit beider Länder vertiefen und politische Differenzen überwinden. Und dazu zählt auch das wichtige Thema Menschenrechte im Reich der Mitte. Ein freundlicher Händedruck und einmal in die Kamera gelächelt. Der Empfang des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang vor dem Kanzleramt ist betont herzlich. Doch die Gespräche dürften schwierig werden. Der Ukraine-Krieg und die Taiwan-Krise verstärken zuletzt die Spannung zwischen dem Westen und China. Moralisieren bringt nichts gegenüber chinesischen Funktionären. Das prallt an denen ab. Das sind Überzeugungstäter. Stattdessen sollte die Bundesregierung knallhart unsere Interessen vertreten, wie das die Chinesen ihrerseits auch tun. Doch die wirtschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik ins Reich der Mitte sind eng. China ist als Absatzmarkt und Rohstofflieferant nicht wegzudenken. Das Ziel der Bundesregierung ist deshalb, die ökonomischen Abhängigkeiten zumindest zu verringern. Eine Abkopplung von China ist keine Option. Schließlich ist auch eine wirksame Bekämpfung des Klimawandels ohne die Volksrepublik kaum denkbar. Am Tag der Industrie macht Olaf Scholz auf diesen Drahtseilakt aufmerksam und verweist auf die Ergebnisse des G7-Gipfels im Mai. In Hiroshima haben wir unsere Erwartung klar formuliert, dass China den Status quo im Ost- und Südchinesischen Meer nicht gewaltsam ändert und sich an die internationalen Regeln hält. Und zugleich haben wir die Notwendigkeit betont, mit China in globalen Fragen zusammenzuarbeiten. Die G7 hat kein Interesse, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern. Die deutsche Industrie fordert von der Bundesregierung eine Politik mit Augenmaß. Deutschland muss die Komplexität von systemischer Rivale, Wettbewerber und Partner in den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen adressieren. Stabilität durch De-Risking und Balance aller drei Dimensionen muss das Ziel der deutschen China-Politik sein. Das aktuellste und wohl umstrittenste Beispiel der ökonomischen Verflechtung ist der Hamburger Hafen. Nach zweijährigen Verhandlungen steht fest, der chinesische Staatskonzern COSCO wird sich an einem Hamburger Containerhafen beteiligen. Und damit schauen wir vor das Kanzleramt zu Dorothea Schupelius. Guten Morgen, Dorothea. Die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen bestimmen also heute das politische Gestehen in der Hauptstadt. Wie wichtig sind denn diese Beratungen unter dem Strich? Ja, guten Morgen vom Kanzleramt. Das letzte Mal hat es so eine Art Treffen 2018 gegeben. Und seitdem sind nicht nur 5 Jahre und eine Corona-Pandemie vergangen, sondern das Verhältnis zwischen Deutschland und China hat sich einfach grundlegend geändert. Es ist sehr viel angespannter. Und es wird vor allem um 3 wichtige Dinge gehen bei diesem Treffen. Das erste ist die Rolle Chinas im Angriffskrieg Russland auf die Ukraine. Also wie viel Einfluss kann China da auf Russland? Das zweite wird eine Warnung vor einer Eskalation in der Taiwanstraße sein, auch ein sehr wichtiger Punkt. Und das dritte wird ein wirtschaftlicher Punkt sein. Deutschland möchte die wirtschaftliche Abhängigkeit gegenüber China verringern. Darum wird es gehen. Gestern Abend hat Li Qiang auch schon Steinmeier getroffen. Es hat auch ein Gespräch unter 4 Augen gegeben. Und danach ist bekannt geworden, dass Steinmeier wohl direkt auch Russland, also den Angriffskrieg auf die Ukraine, angesprochen hat. Aber auch das Verhältnis zu Amerika, also die Wichtigkeit des Verhältnisses zum Westen betont hat. Und da ist auch nochmal wichtig zu wissen, während China in Deutschland zu Gast ist, ist Amerika in China zu Gast. Deswegen ist auch der Außenminister aus China nicht mit nach Deutschland gekommen. Er ist gerade mit den amerikanischen Gästen zugange und da wird das Gleiche passieren wie hier. Das darf man nicht verwechseln mit einer Freundschaft oder einer innigen Freundschaft, die sich da abspielt, sondern es geht darum zu reden und mit einem sehr wichtigen Handelspartner trotz eines angespannten Verhältnisses ins Gespräch zu kommen. Wo stehen aber die deutsch-chinesischen Beziehungen im Moment? Sie sind ja extrem belastet, nicht zuletzt wegen Chinas Rolle im Ukraine. Das ist ganz richtig. Frau Baerbock ist ja auch vor kurzem in China zu Besuch gewesen. Und wenn wir uns mal erinnern, hat es da ja auch eine ziemlich berühmte Szene gegeben. Eine Pressekonferenz, wo von chinesischer Seite nochmal klar gemacht wird, dass sie keinen westlichen Lehrmeister benötigen. Das war also eher angespannt. Die sind trotzdem jetzt hier, um zu reden. Sie haben auch eine etwas diffuse Rolle in diesem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und für Deutschland ist das Ganze eine Gratwanderung. Man möchte China eigentlich auf Distanz halten, muss aber gleich
gleichzeitig als Handelspartner mit ihnen zusammenarbeiten. Man hat Angst vor chinesischer Spionage, muss aber trotzdem dort auch fabrizieren. Man möchte neben Amerika stehen, aber trotzdem den Kontakt zu China halten. Also eine sehr dünne Gratwanderung, die hier stattfinden muss. China hat vorher schon einen Text rausgegeben, die chinesische Botschaft in Deutschland, wo sie betont haben, dass wir in einer Welt des Wandels leben und wie wichtig es ist, dass wir die lange Tradition der Freundschaft zu China und zwischen China und Deutschland aufrechterhalten. Also denen ist es sehr wichtig, dass hier eben gezeigt wird, dass man miteinander redet. Es hat aber durchaus auch Kritik genau daran gegeben. Michael Roth von der SPD zum Beispiel hat gesagt, dass solche Art von Treffen eigentlich nur mit Orten und Ländern stattfinden, mit denen wir die gleichen Werte teilen. Das ist mit China und der kommunistischen Regierung definitiv nicht der Fall. Und die Anspannungen in den letzten Jahren sind ja auch immer größer geworden, auch deshalb, weil sie mit Amerika immer größer geworden sind. Und trotzdem zeigt man sich eben hier so offen und freundlich miteinander. Dafür hat es durchaus Kritik gegeben. Es ist aber eben ein sehr wichtiger Handelspartner und man hat die große Hoffnung, dass man auf China einwirken kann in Richtung Einwirken auf Russland, wenn es um den Krieg geht. Um 10 Uhr vor Beginn der Regierungskonsultation erstmal der Empfang beim Kanzler mit militärischen Ehren für den chinesischen Ministerpräsidenten. Da sind wir natürlich live mit dabei. Dorothea, danke erstmal vors Kanzleramt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.